Wir stehen hier im Kleinbasel. Das Kleinbasel bedeutet für mich Heimat. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Kleinbasel ist aber auch ein Ort, der sich sehr entwickelt hat. Wir haben hier die beiden Rosthauer, die entstanden sind, die wirklich dafür stehen, dass Basel ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist und sich auch in gewissen Bereichen in die Höhe entwickelt. Wir haben einen an der Wettsteinbrücke, dann das traditionelle Basel, das genauso wichtig ist, wo der Kern zeigt und Traditionen. Für mich macht das auch Basel aus, dass wir zum einen wirtschaftlich ein grosser Standort und ein wichtiger Standort sind, aber das Familiäre nicht verloren haben. Die Wettsteinbrücke bringt auch das Kleinbasel zum Grossbasel über. Im Grossbasel haben wir gerade nach der Brücke das Kunstmuseum. Auch das eine ganz wichtige Institution für eine Kulturstadt, wie wir es sind. Und darum, auch dort ist es ganz wichtig, dass wir die Kulturvielfalt in dieser Stadt erhalten. Die Brücke steht für mich aber auch für das Departement, das ich kandidiere, nämlich für das Präsidialdepartement. Das Präsidialdepartement muss die Brücke schlagen zu den anderen Departementen, muss sich vernetzen, muss den Lead übernehmen in den ganz wichtigen strategischen Themen, die Basel werden beschäftigen in den nächsten vielen Jahren. Wo wollen wir wirtschaftlich hin? Wo wollen wir stadtentwicklungsmässig hin? Da braucht es ganz klar eine Federführung und die möchte ich gerne wahrnehmen. Wenn ich am 25. gewählt werde, dann freue ich mich ganz riesig auf die neue Herausforderung. Aber dann muss ziemlich gleich geschafft werden. Und das Wichtigste ist, sich wirklich mit den anderen Departementsvorsteher zu einigen und zu schauen, was machen wir mit dem Präsidialdepartement in Zukunft. Wo gibt es Themen, die Schnittstellen haben, wo wir unbedingt zusammen arbeiten. Das ist die allererste Aufgabe, die ich anpacken werde.